Wir waren heute wieder gemeinsam einkaufen. Als erstes brauchte der Rucksack Wasser. Wir waren wieder bei Kaufland, aber auch im Punjab Afro Shop, denn ich wollte spezielle Sachen, obwohl ich direkt wusste, das kriegst du nicht im normalen Supermarkt. Da musst du zu einem speziellen Supermarkt hinfahren und das haben wir gemacht. Und wenn wir in diesem Afro Shop sind, ne, die kriegen jeden Tag so ein frisches Milch-Fladenbrot. Da kann der Ozok nicht nee sagen. Also das muss er sich da immer mitnehmen. Das ist auch super weich und total lecker. Dafür sind wir in den Laden gefahren. Es sind heute 40 Grad. Uiuiui, es hat ein bisschen geschwitzt. Das ist ein bunt frischer Koriander. Denn ich kriege ja Besuch und ich wollte nochmal Butter Chicken machen. Und dafür brauche ich aber neue Tikka-Paste und Butter Chicken muss ich auch machen. Denn es mögen nicht alle Knoblauch und da ist ja Knoblauch drin, deswegen mache ich das nochmal neu. Und dafür brauche ich frischen Koriander. Und, achso, hier sind Chilis drin. Chilis sind heiß begehrt aber. Und ich habe hier 3 frische Chilis geholt. Ich koche sonst nicht so viel mit Schärfe, wisst ihr ja auch. Und ich habe noch ein bisschen Cayennepfeffer und Chiliflocken da, aber ich dachte, so frisches Chili, ne, das kann man mal machen. 27 Cent jetzt bezahlt. Ich werde es, denke ich mal, komplett ins Essen mit reinhauen. Mal schauen. Ozok sagt, das ist nicht so viel. 3 Chilis für 6 Portionen. Ich denke, das ist schon viel. Ich werde es zwischendurch mal abschmecken. So, Tomaten 1,32 Euro, ultra günstig, hier so ein Kilo, stand nicht auf dem Einkaufszettel, aber Tomaten gehen immer, ne? Und unsere Tomaten auf dem Balkon sind jetzt auch für okay immer reif. So, hier hätten wir Feinschmeckerspieße, die waren 40% reduziert an der Wursttheke. Immer wenn das so krass reduziert ist, dann ist es immer so zum Direktverzehr sozusagen, muss man... Ozok spielt in der Kamera. Habe ich das nicht gut gemacht? So, jetzt bist du mittig. Ich mag das, wenn du schöner mittiger bist. So. Ja, das sieht zeig ganz mal gut mal aus. Genau, mit die sehen geil Schwein, aus. Bacon und Feta. Werden wir uns anbraten. Jeder ein Spieß, also 150 Gramm. Sehr nice. Denke, wird man morgen essen. Genau, denn wir waren ja heute Burger essen und einmal deftig reicht am Tag, ne? Wollen Sie nicht übertreiben? So, dann gab es wieder XXL Hühnchenpakete im Angebot. Ein Kilo für 10 Euro. Ja, im Punjab Afro Shop, da ist das Kilo bei 7,50 Euro. Ja, 2,50 Euro mehr bezahlt im Kaufland, wussten wir auch. Aber den Afro Shop hatten wir am Anfang von unserer Tour gemacht. Und ja, was sollen wir denn dazu sagen? Ich brauche allerdings nur 700 Gramm Hühnchen, habe ich mir so gedacht. Für 6 Portionen, also jeder Teller. Ich glaube nicht, dass jemand Nachschlag nimmt. Beziehungsweise gibt es dazu ja auch noch Reis und Naanbrot und ich kann noch einen Salat machen. Also ich glaube nicht, dass man dann noch 2-3 Teller Essen schafft, aber ich, ja, achso, hier steht Zucchini drauf. Einmal Lauchzwiebeln, genau, Öl war alle und dann haben wir uns wieder hier für Rapsöl entschieden, 1,79 €, weil mein Erdnussöl aus dem Internet ist immer noch zu teuer, kostet 6 Euro der Liter und das... mag ich nicht bezahlen, ist mir zu viel Geld dann. Jetzt haben wir uns für Rapsöl wieder entschieden. Die letzte Flasche ging sehr schnell alle. Ozok hat frittiert. Ich habe 2-mal Mayonnaise gemacht. Und ja, da verschwindet das nun mal. Solo-Knoblauch, wo eine Knolle, eine Zehe, eine Knolle ist. Sehr, sehr Zeitersparnis. Sehr, sehr große Zeitersparnis. Mögen wir sehr gerne. So, und dann Radieschen, denn wir erfüllen Community-Wünsche wieder fürs Wochenende. Wenn wir nämlich unseren Livestream machen, dieses Wochenende haben wir jetzt nämlich noch Zeit. Einmal, ne, seht ihr dann, was es gibt. Ich verrate auf jeden Fall rechtzeitig. Ingwer, 120 Gramm, vor allem für die Tikka-Paste. Und hier gibt es Fitline, Exquisa, Körniger, Frischkäse. Den letzten habe ich auch so weggefuttert. Der war jetzt 50% reduziert. Was ist eine Tüte? Das ist eine Tüte. Achso. So, einmal Butter, die sah noch gut aus, als wir sie eingesteckt haben. Es ist wirklich sehr, sehr warm heute hier. Und saure Sahne. Saure Sahne ist noch bei 69 Cent gewesen, wobei Creme Fraiche schon bei 99 Cent ist. Und ich denke mir so, what the fuck, wo sollen diese Preise hinführen, dass man diese Grundnahrungsmittel, ich weiß nicht, gehört Milch zu Grundnahrungsmittel? Hatte ich eigentlich immer so das Gefühl, dass Milch dazu gehört. Ja. Natürlich nicht alle Milchprodukte, ne?
Aber das ist, also das merkt man dann schon, ne? Wenn jedes Produkt 30 Cent oder 40 Cent mehr kostet, ist schon viel. Na, die Hähnchen-Nuggets kosten einen Euro mehr. Ja. Ein Blumenkohl. Ich sag's euch doch, es gibt Radieschen-Flammkuchen, aber wir machen den Flammkuchenteig selber. Und da dachte ich so, dann können wir direkt einen Low-Carb-Flammkuchen draus machen aus Blumenkohlbasis. Rucola. Osok hat mir letztes Mal Frischkäse mitgebracht, light. Und ich wollte so eine Rucola-Paste machen, wie beim Türken, sag ich mal. Wo man die immer in so einem türkischen Stand kaufen kann und ein bisschen von seinem Fladenbrot klauen. So, hier Rohschinkenwürfel, 150 Gramm. Die haben 2,49 gekostet. Und die Butter ist auch schon sehr weich. Ja, sagte ich. Und Joghurt 3,5, erst hatte ich so ein Viererpack in der Hand für 89 Cent, das hat jetzt 45 gekostet, der eine Joghurt. Und ich brauche ja auch nur einen Joghurt, denn ich kann ja, ich habe Milch hier noch unten drin, ich kann ja Joghurt selber ansetzen. Und das werde ich jetzt auch die Woche wieder tun. Den letzten habe ich aufgegessen, den wollte ich nicht nochmal ansetzen, weil ich hatte den süß gemacht. Und ich möchte aber herzhaften, selbstgemachten Joghurt haben. Und hier habe ich noch eine Rindsmettwurst, die hat auch 2,09 Euro gekostet, da hat auch ein 30er Sticker dran. Ne? Und hier haben wir einmal in der Milch 0,1 und zweimal vollfette Variante 3,5. Und ich will Joghurt mit der 0,1er mal versuchen. Und was uns letzte Mal gut geschmeckt hat, ist unser Party-Kohlrabi. Den haben wir auch aufgegessen. Genau. Und ja, wenn der geschnitten ist, hat Osok gesagt, ist ihm auch recht lecker. Genau, ich esse einfach Snacks hinweg. Es muss nur geschnitten sein. Ja, ich hole die letzten Sachen hier raus. Zucchini. Ich wollte irgendwas machen mit Zucchini-Nudeln oder so und bin mir da noch unsicher. Aber ich habe es erstmal eingesteckt. Ach, meine Arme sind nicht lang genug. So, und jetzt habe ich hier noch zweimal Mais. Einmal brauche ich auf jeden Fall, einmal für Reserve. Und, also Punjab Afro Shop, nee, habe ich noch nicht gezeigt, Osok. Ach so. Haben wir ausgegeben, 6,18 Euro. Und zwar waren hier für 2,29 noch diese Kichererbsen bei. Und es sind 800 Gramm trockene Kichererbsen. Wir haben noch Kichererbsen da. Habe ich Osok auch gesagt, dass wir noch welche da haben. Und er wollte die trotzdem kaufen, weil es ein gutes Angebot ist. Aber ja, wir essen nicht so oft Kichererbsen. Also das ist auf jeden Fall so eine Jahrespackung. Die ganz oben kommen nur Konserven. Das ist das Nussfach. Genau, also Kichererbsen sind auch Nüsse, oder? Ja, ich wollte die Vorratsschränke... Nee, Kichererbsen sind keine Nüsse. Immer wieder Erbsen aufräumen. Ja, okay. Ich habe hier noch zweimal leichte Creme zum Kochen, die 7%ige, die hat 107 Kalorien pro 100 Gramm. Denn ich brauche fürs Butter Chicken eigentlich Sahne, aber dann würden wir alle an Herzverfettung sterben. Deswegen habe ich Sahne leicht geholt und da freuen sich dann auch meine Gäste, dass ich da ein bisschen auf die Kalorien achte. Genau, das war alles. Also Zucchini, Milch, der zweite Community-Wunsch war vegetarisches Chili Sinkarne. Und da ersetze ich aber, wir mögen keine roten Bohnen. Also sorry, aber das schmeckt so mehlig immer. Ne? Ich mag den nicht. Stattdessen werde ich Mais reinhauen. Und das werden wir dann entweder Samstag oder Sonntag streamen. Also das sind die beiden Gerichte, die wir machen werden. Radieschenflammkuchen und Chili Sinkarne. Also Konkarne ist ja mit Fleisch, Sinkarne ist vegetarisch. Wobei sich vegan gewünscht wurde. Ich glaube, ich mache es vegetarisch, das ist einfacher. Und am Freitag gibt es Butter Chicken und dann mache ich noch Naanbrot dazu und Tikka-Paste. Und einen Tag wollte ich Zucchini-Nudeln essen. Und ja, das so als Tagesplanung. Ausgegeben haben wir bei Kaufland 48 Euro. Ach so, ja, kann ich euch nicht zeigen, habe ich schon aufgefuttert. Zwei Mochis. Also zwei Stücke Mochi mit Cheesecake-Geschmack. Oh, war das so lecker. Die haben aber zwei... Das seht ihr im Daily-Blog. Das seht ihr im Daily-Blog, ja. Die habe ich schon aufgegessen. Am Rucksack war noch was von Müller. Da waren wir auch kurz. Da haben wir Haushaltshandschuhe gekauft, weil meine alten sind kaputt gegangen. Ich bin selber. Oma guckt mich an, aber hört die Aufgabe nicht. Die habe ich hier noch geholt, die robusten. Genau, das war jetzt aber wirklich alles. Das war unser ganzer Kaufland-Food-Haul. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Ich freue mich aber auch darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, ciao. Draußen sprengen die echt, ne?
Hier mein Video mit diesem Gepiepe. Hat man bestimmt gehört.